Aber Josh, das war auf jeden Fall der richtige Counterpick. Ja, Young gegen Conzi ist sogar ein Rematch aus Winners, würde ich sagen. Ich glaube, es war nicht Pools. Ich glaube, das war... Boah, ich bin mir nicht sicher. Ja, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall haben sie heute schon mal gespielt. War ein 3-0 für Conzi, wenn ich mich richtig erinnere. Aber vielleicht hat Jan jetzt auch ein bisschen Momentum aufgehoben durch seinen Losers Run. Und schafft es vielleicht, Conzi ein bisschen ins Schwitzen zu bringen. Aber ja, schauen wir mal. Im Hintergrund wird auch schon ein bisschen abgebaut. Nice. Das war schon vorher da, oder? Sie jumpen direkt rein, Game 1, Battlefield. Oh, direkt Lenny. Das Match ist wie gesagt sehr weird für Jigglypuff, weil sie vielleicht doch eher lieber Grounded spielt gegen Falcon, was aber sehr, sehr schwer ist, weil sie Grounded natürlich nicht viele Optionen hat, aber da ihre ganzen Launcher findet. Okay, ja. Ja, Down for Knee, Klassiker. Es ist halt schwer, Zeph eine Grab zu kriegen, wenn halt Puff Grounded spielt und vor allem Crouch, aber wenn Zeph einen Grab kriegt, sieht man Down for Knee tot. Ja. Das vom Grab bekommt, Falcon ja mit Marv wahrscheinlich am meisten gegen Jigglypuff. Ja. Ja, und Fox Falcon. Eigentlich viele. Ja, nur Falco eigentlich. Ja. Oh, schön. Warte, gerade mit dem Lied, ich habe gar nicht gesehen, was passiert ist. Überraschend. Der spielt doch jetzt ein bisschen heißer als vorhin. Ja, der hat jetzt Bock, jetzt, wo er gegen Dennis gewonnen hat, hat er Blut geleckt. Ja, auf jeden Fall. Will jetzt ganz Berlin besiegen. Leider glaube ich, meine, dieses Spiel haben wir auch schon vorher, hat bestimmt noch nicht gegen Konsti gewonnen. Hm? Ich glaube, er hat noch nicht gegen Konsti gewonnen. Doch, doch. Also, wir haben auch vorher schon einen Commentary gegeben. Er hat schon mal gewonnen. Ein Set, glaube ich, ein vor Reset, paar Wochen ja. Irgendwann. So ein Grand Final Reset oder so. Ja. Also, er hat die Fähigkeit, aber ob er es hier schafft. Aber Konsti ist halt rough. Ja, übel. Ja, es bleibt ja aber schön seine Backers, aber killt leider noch nicht. Oh, das war cool. Schöner Erdosch im Third. Als Puff hast du hier alle Zeit der Welt. Schön für Konsti. Ja, aber Falcon kann auch echt Puff echt gut auscallen, ne? Für ihre Drifts. Und dann, wenn sie so in der Ledge so versucht, ein bisschen rum zu aircampen. Der Falcon ist halt einfach viel zu schnell. Ja. Und diese riesige Abwehr. Oh, kein Rest. Leider auf der Plattform gelandet. Oh, ja, den Pound darf man da nicht fressen. Schön. Der hat noch einen Double Jump wieder. Ja, kriegt den Stauner. Hab er. Ja, jetzt wieder fast. Na, eigentlich schon even. Konsti braucht auch bloß einen guten Hit. Das ist eigentlich stark. Wieder dieser Crouch unter dem Grab. Sehr wichtig. Oh, schade. Nee. Schön. Wow. Okay, okay. Ja, und schon hat er den Lead. Ah, aber er stimmt durch die Abwehr schlecht in die Eye, leider. Ja, kriegt es von der Nähe. Oh, ja, der Pound war knapp. Aber Conzi war auch ready. Oh, schöner Crouch. Oh, ja, ja, das Up-Tilt, das haben wir alle kommen sehen. Und... Ich auch ganz überlegt, ob ich nie wieder bekommen kann, aber das sah schwierig aus. Einfach ein Raw nie von der Top-Plattform. Ja, Autsch. Alter, leider nicht kommen sehen. Sah einfach vielversprechend aus, aber ich finde, das erste Game gegen so einen Gegner zu gewinnen ist eigentlich schon sehr, sehr wichtig. Besonders auch für die Confidence. Was nicht heißt, dass Jan jetzt nicht irgendwie noch gewinnen könnte. Ja, aber es ist halt trotzdem so ein... Gerade wenn du der Underdog bist, so ein Game-Changer, wenn du halt Game 1 gewinnst. Ja. So von der Moral her.
Vor allem, du weißt halt jetzt immer ein bisschen Disadvantage, was halt so Counterpicks und so angeht. Ja. Oh, er macht den F-Smash, aber reicht leider nicht. Das war eine Möglichkeit. Da kann man auch gerne versuchen zu Raw Wrestling für die Bad DI, aber ich weiß nicht, ob das lohnenswert ist. Ja, ist halt schon ein bisschen risky. Ja. Oh kein Jump! Das war's. Eine Berge und er ist weg. Was war das für ein Grab? Oh! Ja. Das kann böse werden. Hm, doch nicht. Ja, ich dachte, der Drill war gut, aber anscheinend. Anscheinend doch nicht. Ja. Kommt trotzdem wieder auf die Karte. Ja. Wow. Ist es das? Wow. Ja. Und schon hat es wieder zurückgebracht. Oh ja, die Get Up Attack. Jetzt kann er ein bisschen abwärts chain. Der Absicht war bestimmt nicht mit Absicht. Ich spring so rum. Oh, ich dachte, da kriegt die Berge ab, wenn ich reverse. Stark. Ah. Oh nein. Stark, du kannst sie aber. Geht das? Ah, schon wieder. Aber da kriegt die Edge Guards nicht. Die nicht unbedingt free sind, aber. Wir leben die noch so lange. True. Aber es ist trotzdem nur 2 Minuten vergangen. Der ist halt in den Matchups nicht schnell, wenn wir halt so Peach Samus gewohnt sind. Ja, das ist relativ flott. Tatsächlich hat Ferdi jetzt den Stock vor Konzi verloren. Ja. Er ist bei 166%. Er muss den echt langsam closen. So Konzi kriegt immer mehr Hitboxen rein. Ja. Oh ja. Oh nee. Nein, das hat niemand das hätte jeder sagen können, dass das nicht connected ist. Ja. Das war viel zu greedy, aber man muss sagen, Konzi hat nicht so viel verloren auch. Ja, aber obwohl, Rest ist jetzt eine Option, aber was davon nicht war. Auch. Aber hast du recht. Also zumindest hatte die Confidence für das nie zu gehen, obwohl es nicht gut war. Okay, das war's. Oh, er verkackt den Dash! Ah, ja. Oh der mein Gott, das war nicht geplant. Das war safe nicht geplant. Und aber wenn doch, dann ist Konzi der klügste Spieler. Übel. Hat er mit den mehreren Hits ihn ja runtergepusht und dann hat der nächste getroffen, ne? Wow. Verrückter Boy. Aber eigentlich immer, wenn man Falken aus Versehen Upsmash macht, weil man eine schnelle Abwehr inputten möchte, würde es eigentlich immer zu einer richtig geisteskranken Combo oder zum Kill. Oh, das war der Jab war super nice. Yeah, oh mein Gott. Ja, das war krass. Combo direkt auf 16%. Komplett geisteskrank, der Junge. Ja. Ja, man kann ja auf die Eiser reagieren bei Puffen, ne? Wenn man die aber das macht. Ist echt nicht einfach. Ja, ja, ich kann es auch nicht, ne? Aber es ist auf jeden Fall möglich. Ja, okay, Raw Backer. Yes. Einfach eine Backer, das reicht. Ja, obwohl es immer wieder close ist in den Games, entscheidet Konsti sie immer noch für sich. Fucking fuck! Oh. Fucking fuck! True. Oh mein Gott, er macht einfach weiter. Noch eine Backer? Ja. Okay. Ja, stark. Schneidet er sich ab was von Hungrybox? Stark. Oh, die Abwehr. Ich dachte, sie wäre schon Knockdown, aber Falken wirklich einer der schwersten Männer im Game. Aber diese Pounce, der wird halt auch nicht krass gepunished dafür, ne? Ja, auf jeden Fall. Es ist eigentlich echt nicht so ein guter Move. Ja. Das ist so ein Ding, das kannst du nur benutzen, wenn man es nicht erwartet. Und Konzi erwartet es anscheinend nie. Ja. Weil er wird jedes Mal davon getroffen. Ich glaube, bevor, wonach Konzi da sucht. Oh, ist das? Okay. Oh, das war ein guter Pound. Das macht Jan richtig auf, das ist so ein guter Pound. Ja. Weil du bemerkst halt, okay, du kannst nicht mehr irgendwie hinter ihm landen und dann ihn offstage hauen. Deswegen benutzt du halt den Pound, damit er halt trotzdem in die andere Richtung geht. Ja, also jede andere Hitbox würde das nicht tun. Ne? Das ist super klug. Ja, same. Oh, mir ist letztes auch gefallen, dass Puff eigentlich voll die kleine Uptilt-Hitbox hat, ne? Ist die klein? Auf jeden Fall irgendwie kleiner als Fox Uptilt. Ja, Fox Uptilt ist auch Bastel. Ja, okay, true. Also an vielen Stellen, wo ich denke, dass Uptilt treffen sollte, trifft es nicht. Ja, ich bin einfach anderes gewohnt, denke ich. Uptilt! Du sagst die Piece? Ja, ne? Super.
Ja, wäre schön, wenn Third auch mal ein Game für sie entscheiden könnte. Das war's. Ja. Das war's. Das hätte er nicht, ja, das hätte er nicht machen müssen. Oh, das kann böse werden. Oh, warte. Nochmal Glück gehabt. Oh, der Ball war auch gut. Schön. Er lebt noch. Bis jetzt leider noch nicht erfolgreich mit Fastenkick zu Ashgarden. Ah, oh, das ist nie von Kosti. Aber ja, bei den Prozenten kann man auch mal was probieren. Oh, direkt Bären zu grab. Oh, er war, glaube ich, er war sogar ready zu resten, ne? Satz, wie er gesprungen aus. Ist. Schon wieder ein Pound, aber konnte diesmal ready dafür. Ja, oder was halt? Oh, schön. Einfach raw knee. Ja. Einfach in die Fresse. Oh, Crouch Cancel. Oh, weiß ich ganz sicher, was er da machen soll. Schön. Okay, es wird auf jeden Fall gestompt in Serie. Oh, und schön. Und er kriegt das Rest. Ob Jan das noch zurückholen kann? 2-1. Gute Frage. Ich meine, es gibt ja nicht so starke Counterfacts in dem Matchup, oder? Oder Stadium? Ich weiß nicht. Wie ist FD eigentlich? Gute Frage. Also weil FD ist irgendwie für beide Charaktere kacke. Ja. Mein Falken mag ja auch die Plattform. Oh. Was? Diese Hitbox habe ich lange nicht mehr gesehen. Also so benutzt nach dem Storm. Wow, das war krass. Das war ja. Aber es ist halt auch ein bisschen unintuitiv. Like, Abwehr tötet selten nach oben. Ja, das stimmt. Ja, die Berge. Ja, es slippt leider langsam immer weiter aus Jans Hand raus. Oh, schon wieder dieser Up-Smash. Aber ich tippe mal, er macht einfach nur ganz schnelle Abwehrs. Ja, wahrscheinlich. Das ist halt, wenn du so den Abwehr so early wie möglich raushauen willst, ist halt nicht einfach. Ja, okay. Und aber so kommt da halt ein Up-Smash, weil du noch grounded bist. Ja, Konzi möchte hier ganz dringend, dass Jan nochmal Liegestütze macht, bevor er aus dem Turnier rausfliegt. Oh nein. Ich glaube, langsam wird er ein bisschen cocky. Und das ist gut für Konzi, das ist gut. Oh, aber er kriegt noch einen Punish, das ist ein Falkenpunch. Oder ein Stomp nie? Nee. Na gut. Ich dachte. Das kann Konsti nicht. Bekanntlich. Oh, er war tot, oder? Ich glaube, der Air Dodge hätte nicht gereicht. Ich kann es nicht so gut einschätzen, das sah super komisch aus. Oh ja. Geh, Stomp nie. Don't run nie. Ja, ja. Stomp nie gibt es nicht hier. Schöne Abwehr. Ja, schon wieder der Abspiel hier mit den schnellsten Abwehr zu gehen. Okay. Ja. Ja, dort wollte noch spielen. Okay, Rest, keine Option mehr. Oh nein! Das ist auch egal. Oh, er lebt noch? Er wollte die Set-Ending-Combo haben, weil es ist ein schönes Highlight-Reel. Aber leider hat es nicht geklappt. Aber es ist ziemlich dann. Ja. Ja, ich weiß so, auch nicht. So, wenn Jan das noch holt, er ist. Ein Gott, aber... Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt nicht mehr getroffen zu werden, ich meine... Naja. Das reicht halt legitim alles von safe. Ja. Vor allem auf Yoshis. Ja. Das hat nicht gereicht. Anscheinend reicht auch nicht alles. Ja, schön gespielt von Konsti auf jeden Fall. Auf jeden Fall... Sehr convincingly. Ja, im letzten Game. Vor allem das letzte Game. Das ist schon ein bisschen auf ihn gekackt. Ja, das könnte man sagen. Aber trotzdem, gute Showing von Third hat heute noch Dennis besiegt. Also, Vierter hier bei den Playoffs. Schon solides Ergebnis. Ja, auf jeden Fall.